Aber ich liebe Dr. Krokowski jetzt auf jeden Fall. Sehr merkwürdige Lichtstimmung. Irgendwie tut mir das in den Augen weh, ich weiß nicht. Mia, der Strom ist ausgefallen. Ja, das sehe ich wohl. Beziehungsweise sehe ich nicht besonders viel gerade. Kommt ihr hier klar? Braucht ihr Unterstützung? Es geht. Wir kommen schon klar. Sandra hat die Station voll im Griff. Wo ist Dr. Krokowski? Sie schaut nach, ob alle Stationen versorgt sind. Dr. Theobald kümmert sich um den Stromausfall. Dr. Theobald? Was sagst du? Ja, er ist wieder da. Ich habe ihn gerade getroffen, als er sich vor Dr. Krokowski erklärt hat. Er war... Was ist los? Brennt's hier irgendwo? Riechst du das, Mia? Was meinst du? Es riecht nach Rauch. Ach du Scheiße. Der fünfte Stock. Es brennt. Was sagst du da? Wir haben die Station gerade in Betrieb genommen. Alles lief super. Dann gab es einen lauten Knall. Funken flogen durch die Luft. Der ganze alte Schrott da oben hat Feuer gefangen. Wir müssen hier schnell raus. Wo ist Karl? Er ist immer noch oben. Wir versuchen gerade, die Leute da rauszuholen. Mia, ich gehe hoch. Ich muss nach Karl sehen. Soll ich mitkommen? Bleib du hier. Kümmer du dich darum, dass die Station evakuiert wird. Ich... Okay, ich schaff das. René, hilf mir bitte. Na klar. Wir sehen uns gleich. Ach, du Heilige. Was kann denn noch alles schief gehen hier? Karl, ich komme. Ich rette dich, mein Freund. Boah, geil. Aber gruselig. Karl, bist du hier irgendwo? Hier drüben, schnell, wir brauchen Hilfe. Boah, aber coole Lichtstimmung jetzt. Ist cool gemacht. Das Bett klemmt. Pack mal mit an. So, schieben. Mit ganz viel Körpereinsatz. So eine schöne Rauchvergiftung tut den Patienten doch bestimmt noch extra gut. Das ist fast schief gegangen. Danke, Finley. Was machen wir jetzt? Wir müssen das Feuer löschen. Zuerst bringen wir die Leute hier raus. Es gibt einen Plan für sowas. Wir evakuieren alle in die Turnhalle der Schule. Dort machen wir dann weiter, bis der Brand gelöscht ist. Wir melden uns bei den Krankenhäusern in der Nähe und werden die Leute so schnell es geht darauf verteilen. Bis dahin machen wir weiter. Also alle raus? Alle raus. Wir können die Aufzüge nicht benutzen. Wir müssen die Leute also nach unten tragen. Benjamin und ich übernehmen das Treppenhaus. Geh du nach unten und nimm die Betten entgegen. Demi und Archie werden schon am Vordereingang warten. Bring die Betten bitte nach vorne. Was ist mit den anderen Stationen? Dort wird gerade dasselbe passieren. Meinst du, Dr. Krokowski und Mia kommen klar? Ja, wir werden sie gleich unterstützen. Die Station hier oben war zum Glück noch nicht voll belegt. Okay. Los jetzt, wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay, wow. Notfallprotokoll, evakuieren. Wie sieht es oben aus? Benjamin und Karl evakuieren die Leute in den Betten. Sehr gut, wir sind auch dabei. Wir brauchen unten noch Leute, die beim Transport helfen. Bin schon unterwegs. Eieiei, richtig heftig Notfall alles. Mia, geht's dir gut? Ja, alles okay. Der Rauch ist echt übel. Die fünfte Etage steht in Flammen. Wir müssen die Leute hier schnell rausbekommen. Sandra und ich organisieren gerade die Evakuierung unserer Station. Wir bringen die Leute nach unten. Ich helfe, sie zum Haupteingang zu schieben. Sehr gut. Bitte pass auf dich auf, Finley. Du auch. Wir sehen uns gleich. Ich hoffe, keinem passiert was am Ende. Wir haben fast alle evakuiert. Unten wird aber noch dringend Hilfe benötigt.
Ja, schon unterwegs, schon unterwegs. Darf ich sie auch schlagen, Dr. Theobald? Ich kann das nicht glauben. Wie konnte das passieren? Ja, Jahre der Vernachlässigung, würde ich mal behaupten. Gottes Willen! Hier steht aber wirklich alles in Flammen. Und die Decke bröckelt ein wenig, auch nicht schlecht. Cooler Effekt aber irgendwie. Dann spart man sich's Flammen zu animieren. Okay, Ingrid ist auch schon mal draußen, das ist gut. Das ist so hell. Die erste Person ist raus. Wir sind auch schon ein bisschen rußig. So, nächste bitte. Ich hoffe, in der Cafeteria und so ist auch keiner mehr. So, der ist auch raus. Oh Gott, es sind noch so viele Leute einfach auch. Ich bin doch nur eine kleine Taube. Wie soll ich das alles schaffen? Ja, aber wir geben nicht auf. Wir müssen den Leuten helfen. Wir sind schließlich Ärzte. Wir können uns dann gegenseitig behandeln, wenn uns irgendwas angebrannt ist. Da liegt noch einer, liegen weiter drüben auch noch irgendwelche Leute. Nee, okay, hier hört es dann auf. Gut. So, einer noch, dann haben wir es. Es ging ganz schön schnell, dass plötzlich alles in Flammen steht. Aber hey, die Protestierenden haben jetzt ihren Wunsch gekriegt. Das Krankenhaus kommt weg. Ich weiß nicht, ob es sich leisten kann, es komplett neu aufzubauen. Ich darf nicht raus. Finley, Sie sind ja immer noch hier. Gehen Sie endlich. Nehmen Sie den nächsten Transport zur Turnhalle. Der Rest der Belegschaft ist schon unterwegs. Sie werden dort sicher gebraucht. Soll ich nicht nochmal durch das Krankenhaus gehen? Vielleicht haben wir noch Leute übersehen. Ich war bereits auf vielen Stationen. Ich gehe noch eine letzte Runde durch das Erdgeschoss und komme dann nach. Ich begleite Sie. Sie haben das gut gemacht. Besser als ich es könnte. Mir wird schon nichts passieren. Ich halte mich einfach an meinem Stethoskop fest. Dass du nicht dabei hast. Fahren Sie nun. Und danke, Finley. Dem wird 100% irgendwas passieren. Und Dr. Krokowski muss dann als Chefärztin übernehmen. Wow. Los, rein mit dir. Die anderen brauchen dich. Okay, ich bin schon drin. Uiuiuiuiui. Was ein Chaos. Finley, das sind Sie ja. Wir können jetzt jede helfende Hand gebrauchen. Los, versorgen Sie die Erkrankten so gut es geht. Ich teile die Teams ein und werde dann mithelfen. Worauf warten Sie? Zeigen Sie, was Sie können. Okay, ich wollte nur gucken, ob es ihnen auch gut geht. So, was haben wir hier? Fingerverrenkung. Schaffen wir. Hier.
Wie viele Finger brauche ich denn? Ich hab nicht so viele Finger! Hallo? Ich mach's doch! Also, wie oft man hier umgreifen muss. Au! Aber naja, Hauptsache den Patienten geht's besser. Okay, Konzentration. Okay, einmal hier perfekt abgehört. Sehr gut. Wer braucht noch Hilfe? Hier. Kann ich für Sie tun? Wieder Finger verrenken. Na super. Das ging ja ausnahmsweise mal gerade. Ich habe nicht so viele Finger an einer Hand. Ist das irgendwie random generiert? Gab es da nicht irgendwelche vorgeschriebenen Reihenfolgen und irgendwer hat sich ausgedacht, dass man das auch alles drücken kann mit 5 Fingern an jeder Hand? Und einem normalen Controller? Okay, soweit so gut. Der gute Herr steht in seinem Krankenhausbett. Das darf er gerne machen, wenn ihm danach ist. Hier schon wieder irgendwas. Kann ich mal irgendwie eine Spritze brauchen oder so? Hey, ich hab das so getroffen, warum sagt sie halt. Manchmal verstehe ich dieses Minispiel nicht. Finley! Oh, ist der mir gerade gestorben? Lassen Sie es. Dr. Krokowski, gut, dass Sie da sind. Der Patientin geht es sehr schlecht. Sie können ihr nicht mehr helfen. Aber. Sehen Sie nicht, die Frau stirbt bereits. Ist das jetzt gescriptet oder war ich einfach zu schlecht? Aber ich kann... Sie können mir helfen. Ich brauche Sie vorne, dringend. Kommen Sie mit, schnell. Jawohl. Errungenschaft freigeschaltet, Tagesanbruch, überstehe die Nacht. Boah, überstanden haben wir sie, aber war ein rechter Kampf. Die meisten haben das Schlimmste hinter sich. Das war wirklich gute Arbeit. Ich wünschte mir, es hätten alle überlebt. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Boah, ich auch.
Ich hätte es kommen sehen müssen. Das alles. Ja, es kann keiner kommen sehen, sowas. Manche Sachen, manche Teile davon hätte man vielleicht kommen sehen können, aber nicht alles. Nicht in dem Ausmaß. Das ist jetzt nicht das Ende. Fall of Porcupine, dedicated to the people who work in healthcare. Gewidmet an die Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten. Das ist jetzt nicht das Ende. Ihr verarscht mich. What the fuck? Okay. Ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos. Aber es sind irgendwie noch so viele Fragen offen. Was ist jetzt mit Dr. Theobald passiert? Die verschwundenen Akten, na gut, das hat sich aufgeklärt. Was jetzt genau mit uns da im fünften Stock damals passiert ist, weiß man jetzt auch nicht so genau. Einfach so, hier hört das Spiel jetzt auf. Aber eine geile Musik wieder auch. Wow. Ich bin gerade echt ein bisschen traurig, weil mir das Spiel echt viel Spaß gemacht hat und ich die Charaktere auch sehr gern mochte und die Welt auch sehr gern mochte und alles. Ich hätte jetzt hier auch gerne noch ein paar Stunden weitergespielt. Ich weiß nicht, ob das die Art von Spiel ist, die irgendwann mal vielleicht ein TLC bekommt oder so. Das fände ich super. Vielleicht spiele ich es auch privat nochmal durch und mache ein paar andere Entscheidungen oder so. Aber was ein geiles Spiel auch. Summer's gone by in the blink of an eye. Ich habe jetzt keinen Text erwartet. It's a fine line between good times and memories. Just one breath away from eternity. Oh, summer's gone by in the blink of an eye. Summer's gone by in the blink of an eye. Oh, sie hat uns eine neue Pflanze gegeben. By, like a stranger on a sidewalk, a short smile, no time for words. Oh, summer's gone by. With friends you thought could never end. But now it's barely. Natürlich saufen die zwei wieder irgendeinen Müll. I hope that you still remember me. Like a melody that is still stuck in your head. Stuck in your head. You're still stuck in my head. Summer's gone by in the blink of an eye. Fine line between good times and memories. Just one breath away from eternity. Oh, summer's gone by in the blink of an eye. Summer's gone by in the blink of an eye. Oh, summer's gone by. To all anonymous interview partners for their honest opinions. Ja, die haben da echt
Leute im Medizinberuf, im Gesundheitswesen befragt und darauf dann das Spiel aufgebaut. Krass. Oh. Das beantwortet meine Frage, was mit Dr. Theobald passiert ist. War irgendwie zu erwarten. Es scheint auch Frühling geworden zu sein. Alter Finne. Ich bin gerade echt auch noch ein bisschen durch den Wind, muss ich sagen. Das Lied ist auch gerade und einfach alles, das hat mich irgendwie gerade echt irgendwie traurig und emotional gemacht. Das war jetzt so eine Mischung aus, ja, nahezu schon ein bisschen trauern, dass dieses schöne Spiel vorbei ist. Auch so plötzlich und unerwartet irgendwie. Was auch irgendwie wieder Sinn ergibt im Kontext des Spiels, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Weißt du, dieses unerwartet und plötzlich ist einfach was vorbei, was zu Ende. Ich meine, es ist jetzt hier nicht, dass irgendwer gestorben ist, aber vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr irgendein Medium habt, sei es jetzt ein Spiel, ein Buch, ein Film oder eine Serie, was ihr ganz gerne lest oder euch anschaut und ihr mögt einfach die Charaktere so gern und habt so eine Connection zu der Welt und zu den Leuten und seid da so richtig drin und habt da so richtig Spaß dran und seid da so richtig emotional investiert und dann ist es halt aus. Und dann fühlt man da erstmal so eine, fast wie so einen kleinen Schockmoment, so eine innere Leere und einfach so eine gewisse Trauer, dass es halt vorbei ist. Und natürlich kann man halt wieder zurückgehen und das Spiel nochmal spielen, das Buch nochmal lesen, den Film nochmal angucken und so. Aber dieser initiale Moment ist halt trotzdem immer erstmal da. Und was für ein cooles Spiel das war. Also ich kann es nicht genug loben eigentlich, trotz der doch recht vielen Bugs und Glitches, die wir immer wieder gefunden haben. Aber es ist halt auch ein kleines Indie-Spiel von einem nicht allzu großen deutschen Entwicklerteam. Und es ist noch relativ frisch draußen, also da kann man auch mal ein paar Taubenaugen zudrücken. Aber wie cool einfach, der ganze Artstyle ist so wunderschön und so heimelig und gemütlich. Ich würde so gerne in dieser Welt leben einfach. Die Charaktere alle so cool, so gut geschrieben auch und so liebenswert einfach auch alle. Ja gut, manche mehr, manche weniger. Und halt auch die ganze Story, richtig cool, also richtig mitreißend fand ich auch. Natürlich die ganzen dummen Witze war ich sowieso mit an Bord und voll am Start die ganze Zeit. Und wir haben bestimmt auch irgendwie ein paar Sachen verpasst oder übersehen, weil man einfach nicht alles immer angucken kann. Und auch nicht alles machen kann, an manchen Stellen mussten wir uns ja entscheiden, zwischen Mia und Karl zum Beispiel. Aber auch wirklich, also die Story ist so richtig gut, alles. Ich meine, ein paar von den Spielmechaniken mit diesen Minispielen beim Arzt kann man noch verbessern, auch die anderen Minispiele. Ich meine, ganz cool, dass die drin waren, die Idee war nicht schlecht, aber an der Umsetzung mangelt es da halt so ein bisschen, so an der Steuerung, oft ein bisschen am Konzept vielleicht hier und da auch. So dieses, in Anführungszeichen, Boxkampfspiel, was wir da mal hatten. Was, glaube ich, theoretisch einfach unendlich lang hätte gehen können. Da kann man noch mal ein bisschen was dran drehen und so Sachen. Aber einfach die Emotionalität und die, ja, Immersion dieses Spiels, also wie sehr es einen in die Welt reinzieht, fand ich mega. Also definitiv eins meiner neuen Lieblingsspiele. Auf jeden Fall. Und auch wirklich sehr emotional einfach alles. Ich habe wirklich immer mit Finlay mitgefühlt. Bei allem. Ich glaube, ich möchte mich auch tatsächlich an der Stelle bei euch allen einfach mal bedanken, wo ich gerade so schön emotional gerade bin.
dass ich einfach dadurch, dass ich jetzt das mit YouTube mache, auch natürlich, wenn halt die Community noch nicht allzu groß ist, leider, aber braucht ja alles seine Zeit, aber dass ich halt dadurch einfach viel mehr Spiele kennenlerne, die ich sonst gar nicht kennengelernt hätte. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich das jetzt alles nicht gemacht hätte mit YouTube und Videos und so, einfach dieselben 3, 4, 5 Spiele halt einfach jahrelang immer wieder neu weitergespielt oder so und mir ab und zu vielleicht mal alle paar Jahre ein neues Spiel gegönnt. Aber auch gerade so diese kleinen Indie-Spiele-Sachen, ich weiß nicht, ob ich die von mir aus immer auf dem Schirm gehabt hätte. Und dank euch mache ich das jetzt und bin da immer auf der Suche und habe da viel mehr einen Blick für so kleine Schätze wie das hier jetzt. Und ich bin wirklich ein großer Fan von Indie-Spielen geworden jetzt. Die haben einfach nochmal ein ganz anderes Level an Passion und Kreativität und auch Emotionalität als viele AAA-Games, vor allem in letzter Zeit. Also insofern vielen lieben Dank an euch, dass ich das hier machen kann, für euch und mit euch. Und ich hoffe, euch gefallen auch meine Videos weiterhin. Ich hoffe, euch hat Porcupine gefallen. Ich hoffe, der Rest, den ich mir hier immer zusammen doktere, gefällt euch auch halbwegs. Ich gebe mir wirklich viel Mühe. Und ja, mal gucken, was wir als nächstes spielen. Ich weiß es zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch gar nicht so genau. Aber irgendwas finde ich schon. Irgendwas Cooles finden wir auf jeden Fall wieder. Im Herbst kommen auf jeden Fall ganz viele Spiele raus, die ich unbedingt spielen will. So das neue Assassin's Creed und so ein Gedöns. Aber bis dahin brauchen wir noch so ein, zwei Sachen, wo wir ein bisschen Zeit überbrücken können. Aber da gibt es bestimmt genug coole Sachen, die wir finden können. Insofern vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zugucken hier bei Fall of Porcupine und allgemein immer. Wenn es euch gefallen hat, ich fühle mich immer schlecht, wenn ich das sage, aber gerne einen Daumen hoch da lassen oder abonnieren, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Das hilft mir wirklich viel. Ich möchte wirklich von ganzem Herzen, dass diese Community größer wird und dass ich ein bisschen mehr Reichweite halt kriege, um diese coolen Spiele halt auch mit anderen Leuten zu teilen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Wiedersehen. Tschüss.